ja versprochen, dass ich euch heute den ganzen Tag mitnehme. Ihr dürft mich also ein bisschen begleiten, was ich so mache. Und oh, ich sehe so ausgekotzt aus, wirklich. Also erstens ist es sehr früh morgens und zweitens, Mr. Gerstenkorn ist noch da und oh, ich bin einfach nicht so fit. Das ist total gemein, am Geburtstag krank zu sein. Aber es könnte schlimmer kommen, also ich habe kein Fieber oder so. Von daher kann ich hoffentlich heute alles machen, was ich eigentlich machen wollte. Also kommt mal mit dir. Guck mal, hier habe ich ein paar Geschenke bekommen. Erstmal diese beiden grünen Eulen. Also ich stehe ja voll auf Eulen. Und dann habe ich hier meine Uhr bekommen, die ich mir so gewünscht habe. Cool. Ja, und das Blümchen. Märchen. Coole Sachen, oder? Ja. Aber du bist natürlich der Coolste. Ja, ist gut jetzt. Ich wollte eigentlich meine Uhr auspacken. Ach ja, meine Eltern meinten, heute Abend kriegen wir noch ein Geschenk. Das verwirrt mich ein bisschen. Ich wollte doch nur meine Uhr haben, eigentlich. Boah, ist sie hübsch. Guck mal, die ist Roségold. Ah, das Licht ist hier mal übelst kacke hier. Guck mal, hier sieht ihr die Uhr vielleicht besser. Bärchen ist auch schon total begeistert. Also ich finde die richtig schön. Die ist schön klein, zierlich für mich. Ja, so Roségold passt zu meinem Ring. Voll hübsch. Die habe ich mir eben schon ein paar Monate lang gewünscht. Ja, voll cool. Freue ich mich sehr darüber. Habe ich endlich mal eine richtige Uhr. So, wir haben jetzt gerade ungefähr 10:30 und ich muss schon ein bisschen planen für heute Nachmittag, denn ich wollte noch in die Stadt und da muss natürlich mein letztes Video auch online gehen. Hier steht, dass es ungefähr um 17 Uhr online kommen müsste von selbst. Also wehe, das klappt nicht. Und ich musste natürlich noch die ganzen Beschreibungen hier einfügen, wie immer eigentlich. Also was mache ich jetzt noch? Gerade haben mein Opi und meine Omi angerufen. Also das sind eigentlich nicht meine echten Großeltern, aber ich nenne sie trotzdem immer so und die sind immer so süß. Also die rufen jedes Jahr mich an und dann spielt Opi immer auf seinem Klavier ein Geburtstagslied und ich finde das einfach immer total süß und freue mich da wirklich jedes Jahr drauf. Heute trage ich übrigens diesen Lack hier aus Mexiko, habe mir meine Schwester mitgebracht, zusammen mit den beiden da hinten da. Und ich finde das ein richtig schönes Rot, so ein bisschen auch metallisch und ja, die Marke gibt es hier, denke ich mal nicht. Also ich habe noch nie was von der gehört, aber ich glaube, ich habe einen Tube gefunden. Moment, wir gucken mal eben in meinen Katakomben nach. Ich glaube, ich habe einen Tube. Oder zumindest ähnlich. Naja, also dieser metallische Schimmer ist deutlich ähnlich. Also schaut zumindest ein bisschen heller aus. Aber das ist eine gute Alternative, denke ich. Das ist die 619. So, jetzt bin ich in der Stadt. Und ich will mein ganzes Geld zershoppen, das ich angespart habe. Erster Stopp, H&M natürlich. Und wo muss ich natürlich auch unbedingt hin? Zu DM. Sieht man gerade gar nicht. Ich muss jetzt den DM plündern. Kein Top-Sealer. Es gibt keinen Top-Sealer mehr. Ich glaube, ihr wollt einen DM-Haul, oder? Hallo, mein heutiges Outfit. Also der Pullover ist von H&M mit diesen komischen Engelsflügelchen. Die Hose von C&A. Ja, meine Schuhe sind von Camaros, so neue Stiefeletten. Die Tasche von Longchamp habe ich mir mal gegönnt. Und dann habe ich noch Accessoires, und zwar, Moment, meine neue Uhr, habt ihr ja auch schon gesehen. Und dazu habe ich noch passend einen Ring an, der ist auch ganz schnieke. Ja, das war's eigentlich schon, mein Geburtstagsoutfit. Ich habe Hunger. Ich glaube, ich nehme die Schnitzeljagd heute. Ja, ich nehme die Schnitzeljagd. Lecker. Lecker. Guck mal, ich habe noch ein Geschenk bekommen. Diese schöne Eulenbettwäsche. Ich finde die ja voll cool. Ich stehe ja echt total auf Eulen. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt im Laufe des Videos. So, ich bin jetzt wieder zu Hause nach einem sehr anstrengenden Tag. Bin auch ziemlich müde jetzt. Ich war Power-Shoppen sozusagen. Ich war zum Beispiel
bei Vero Moda. Da habe ich ein paar ganz schöne Teile gefunden. Richtig schöne Sachen fand ich dort. Ich hätte alles kaufen können. Dann war ich noch bei H&M. Habe so kleine Ringe gefunden, die mir passen. Dann war ich noch bei Claire's. Bei DM habe ich einen Mega-Haul getätigt. Leider nicht alles bekommen, aber ich habe trotzdem sehr viel gekauft. Dann habe ich mich noch mit meiner Schwester am Nachmittag und Abend getroffen und sie hat mir mein Geschenk mitgebracht. Voll cool. Sie hat mir nämlich diese Handyhülle gekauft. Das ist ja ein Chanel-Nagellack. Ich habe ja gar keinen, aber richtig cool finde ich das. Die Farbe ist auch richtig schön. Richtig, richtig, richtig. Ich glaube, ich habe gerade 100-mal richtig gesagt. Freut mich sehr darüber. Dankeschön. Ja, ich bin ja so Handyhüllen verrückt. Das war eigentlich schon mein ganzer Geburtstag. Der ist jetzt bald vorbei. Ich muss noch das Video schneiden für euch, damit ihr das noch zu sehen habt. Das war also der letzte Esoktober-Tag. Ich habe noch eine Kleinigkeit für euch. Und zwar habe ich coole Postkarten gekauft. 5 Stück mit so lustigen Sprüchen. Und die würde ich einfach gerne noch an euch verlosen. Also ich dachte, ich schreibe euch einfach noch einen persönlichen Gruß dabei und schicke euch eine Postkarte. Also ich finde das richtig cool. Ich bekomme selber auch sehr gerne Postkarten. Was ihr dafür tun müsst, ist nicht viel. Einfach schreiben, dass ihr gerne eine Postkarte hättet. Und dann würde ich mich noch sehr freuen, wenn ihr schreibt, wie euch der Esoktober gefallen hat. Hallo Teddy! Ja, ihr könnt mir ganz ehrlich schreiben, wie ihr die ganze Woche so fandet, ob ihr euch etwas anderes gewünscht hättet, ob ich hätte irgendwas anders machen können. Ihr könnt mir auch schreiben, ob ich sowas mal öfter machen soll. Also erst in ein paar Monaten. Wieder, ich brauche ein bisschen Pause davon. Es ist doch sehr, sehr anstrengend. Und ja, dann habt ihr auch schon die Chance auf eine der 5 Postkarten. Ich dachte, das ist eine ganz coole Idee, so zum Abschluss noch etwas Persönliches zu verlosen. Guck mal, Laura, die hat eine Kette an. Premiere. Ich finde die so schön. Die musste ich einfach bei Vero Moda kaufen. Ja, so eine schöne Kette. Die passt perfekt zu meiner Uhr und zu meinen Ringen. Ha, ich stehe ja total auf Rosé-Gold. Das wisst ihr ja vielleicht auch schon. Gerade hat noch Mimi angerufen. Sie konnte nämlich leider dieses Wochenende nicht kommen, da sie ein Wochenendseminar hat. Hallo? Wer macht bitte schon am Wochenende ein Seminar? Wie gemein ist das denn? Ich möchte mich noch ganz herzlich für die vielen Glückwünsche bedanken auf Facebook, Twitter, Instagram und natürlich auch auf YouTube. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen noch ein sehr schönes Wochenende. Tschüss! Das war also der letzte Tag vom Esoktober und ich möchte mich ganz herzlich für die vielen Kommentare bedanken. Das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und ihr könnt ja noch die anderen Videos anschauen, wenn ihr welche verpasst habt. Zum Beispiel, wenn ihr noch gar nichts gesehen habt, das Ankündigungsvideo. Oder die Hangouts von mir, Mimi und Anna. Mein Schminksammlungsvideo. Oder das Kürbissuppenvideo. Dann habe ich zum Beispiel auch meine All-Time-Favorites gefilmt. Und ja, ein Top 5 Süßigkeiten-Video. Sehr, sehr lecker. Dann haben wir mich blind geschminkt. Ja, ja. Ein ganzes Video über Teddy habe ich gemacht und mein Geburtstagsvideo habt ihr ja gerade gesehen.